Heute machen wir eine feine Gemüselasagne. Ja, also wir brauchen für Lasagne schön Käse. Je nachdem, welche du lieber hast. Heute haben wir Gruyère hier, verschiedene Gemüse für eine schöne Farbe. Wir machen eine Gemüselasagne, also verschiedene Hörbli haben wir da. Aubergine, Zucchetti, Peperoni. Wir haben frische Tomaten. Wenn das aber nicht vorhanden ist, weil keine Saison ist, haben wir auch noch Pelati. Ich stehe die Hermsoße, das wird auch fein. Verschiedene Gemüse, Milch und Olivenöl. Es kommt viel Gemüse hier rein, so dann darf man großzügig sein mit dem Olivenöl. Fangen wir mit dem Zwiebel an, möglichst ohne weinen. Die Zwiebel gar nicht zu lang anbraten. Dann schneiden wir zuerst die Aubergine. Die Aubergine, wie gesagt, brauchen richtig lang. Dann kommen sie schon gleich da rein. Jetzt darf die Aubergine hier wirklich, wir können sogar ein bisschen mehr Gas geben. Jetzt seht ihr, genau das wollen wir, dass wir so anfangen, quasi karamellisieren, oder? Das gibt genau eine Aroma, die wir wollen. Also schön schälen. Hörbli, auch möglich fein schneiden. Ich habe das Gefühl, die brauchen hier länger. Dann gebe ich schon gleich rein. Und das Rühren nicht vergessen. Und jetzt können wir mit dem Zucchini anfangen. Können immer wieder nutzen, wenn neue Zutaten dazu kommt, wirklich schön untereinander zu rühren. Und jetzt Peperoni. Die ganzen Gemüse haben jetzt die Soße abgegeben. Dann gebe ich jetzt schon die Pelatis. Und jetzt kann man mit dem Gewürze auch anfangen. Dann nehmen wir eine Pizzapaste Gemüse, geben wir unser Salz, Herdöpfelgewürz. So, schön ist das. Machen wir dazu. Sieht schon so aus, als wäre bereit. Abstellen. Nehmen wir zuerst möglich mit Soße. Schön verteilen. Dann kommen unsere Lasagneblätter. Dann kommt nochmal Soße. Wer so wie ich gern Käse hat, einfach hier schon Käse nehmen. Machen wir hier unten. Du wirst nachher sehen, es lohnt sich. Und dann so weiter geht, bis nichts mehr geht, bis nichts mehr hat. Ich habe gern, wenn Käse oben drauf ist, aber mit ein bisschen Soße, damit der Käse nicht zu fest verbrennt, aber trotzdem eine feine Kruste gibt. Jetzt bereite ich eben die Rahmsoße. Ich mache die heute mit Milch. Die kommt eben am Schluss. Und zuletzt die Rahmsoße. Die Lasagneblätter müssen in Soße baden. Das kommt jetzt in den Ofen. Und jetzt fällt nur noch der Steady zum Probieren. Die Blättchen sind perfekt gekocht. Und schmecken. Schmeckt Tomaten, Zucchetti, Peperoni. Und sogar der Käse. Exzellent.